sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Raum, zu Hause am Stream. Frau Ministerpräsident ist gerade nicht anwesend, aber sie hat... Selbstverständlich. Vielleicht nachher. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Sie übersehen zu haben. Nein, so weit wollen wir nicht gehen. Frau Ministerpräsidentin, Sie hatten eben ausgeführt am Anfang Ihrer Rede, dass Sie viel Negatives gehört hätten und wenige Stellen, an denen zu hören sei, wo denn gekürzt werden müsse oder könne. Gleichermaßen hat der Kollege Römer von der SPD die CDU getadelt insofern. Keine Intervention in Ihre Rede, Herr Kollege. Es gab eine Rückfrage von Seiten der Landesregierung, die habe ich beantwortet. Fühlen Sie sich bitte nicht gestört. Okay. Wenn Sie das so empfunden haben, täte es mir leid. Alles klar. Ich war etwas irritiert. Kein Problem. Ich habe ja Zeit, 20 Minuten. Okay. Gleichzeitig hatte Kollege Römer ausgeführt, die CDU, die Opposition, getadelt, insofern als kein Gegenentwurf zu dem uns vorliegenden Haushalt vorgelegt wird. Ich bin der Auffassung, dass verantwortungsvolle Regierungspolitik in erster Linie dadurch sich auszeichnet, dass ein sauberer Entwurf vorgelegt wird, der natürlich dann in den Beratungen diskutiert werden muss und wo dann die Opposition ihre Vorstellung mit einbringt. Fakt ist jedenfalls, dass das Land Nordrhein-Westfalen neue Schulden macht in 2014. Geplant sind 2,4 Milliarden Euro, gespart wird auch. Zum ersten Mal seit Amtsantritt plant der Finanzminister einen nennenswerten Stellenabbau. Auf den komme ich noch zurück. Der Haushalt bietet aus Sicht der Landesregierung, so hört man, die besten Argumente dafür, dass bei den Beamten gespart werden muss. Da sind sich Oppositionspolitiker einig, dass dem nicht so sein muss. Und schließlich ist der Personalanteil am Haushalt mit über 40% mal wieder so groß, dass ohne Einsparungen an dieser Stelle niemals ein ausgeglichener Etat wahrscheinlich erreicht werden kann. Der Finanzminister wird auch nicht müde, das zu wiederholen. Ich mache nicht die CDU mit, ich mache die Opposition mit, lieber Herr Kollege Körfens. Aber das werden Sie noch merken, wenn wir nämlich zu den Punkten kommen, die für uns von der Piratenpartei ganz wesentlich sind. Von einem ausgeglichenen Haushalt kann also wie auch immer trotz Personalabbau in NRW nicht die Rede sein, auch nicht absehbar. Anders als zunächst geplant, und da komme ich zum Beispiel auf einen Aspekt zurück, warum der Haushalt, ehrlich gesagt, mir ein bisschen spanisch vorkommt, kommen dazu nicht mal die 900 Millionen für die West-LB-Altlastenbeseitigung. Abschreibung für faule Wertpapiere werden laut Finanzminister erst in späteren Jahren fällig. Nur deshalb kann von einem Schuldenabbau überhaupt ausgegangen werden in der mittelfristigen Finanzplanung, wobei man sagen muss, Schuldenabbau ist es auch nicht, ist eine Reduzierung der Neuverschuldung. Das muss man auch ganz klar sagen, denn während noch in der Finanzplanung, die wir im letzten Haushalt mitdebattiert hatten, die 900 Millionen drin war, sind sie jetzt draußen. Und während also der Landeshaushalt 2013 eine Neuverschuldung von 3,4 Milliarden ausweist, liegt es jetzt 900 Millionen, nämlich genau diese 900 Millionen drunter. Allerdings nimmt das Land auch deutlich mehr Geld ein. Das wurde ja hier schon mehrfach festgestellt. Steuereinnahmenhöhe von 47 Milliarden Euro, wie es auch in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen ist. Es sind 2,2 Milliarden mehr als 2013. Immer noch zu wenig letztendlich, um die Lasten, die auf dem Land Nordrhein-Westfalen ruhen, auszugleichen. Der Haushalt umfasst Ausgaben in Rekordhöhe von 62,3 Milliarden. Das wird sich in der laut Planung auch in den nächsten Jahren nicht wesentlich verändern, aber jedenfalls nach oben verändern. Gleichwohl muss man sagen, wie die Einnahmeseite sich entwickelt und vor allen Dingen auch die Zinslast sich entwickelt unter Berücksichtigung zwar derzeit niedriger Zinsen, aber möglicherweise doch und auch so prognostiziert steigender Zinsen, das wissen wir noch gar nicht. Auch da, das habe ich auch schon in anderen Reden einmal betont, gucken wir ein bisschen in die Glaskugel und hoffen,
dass nichts passiert. Das ist einfach so. Ja. Ja, manche Dinge kann man eben gar nicht berücksichtigen. Das haben wir ja nun in den letzten Jahren, insbesondere seit 2008, bemerkt, die dazu geführt hatten, dass weltweit finanzielle Schieflagen auch von Staaten, von Banken zu verspüren sind. Wir sehen in Griechenland eine enorme Verschuldung des Staates, die also mittlerweile durchschlägt auf die kleinsten Teile der Bevölkerung. Wir sehen, dass Rettungsschirme gespannt werden, von denen 87% in Kapital und Vermögen fließen und weniger denen zugutekommen, für die sie eigentlich gedacht sind. Alles unter dem Gesichtspunkt, dass wir im Euro einigermaßen ruhig leben können. So weit, so gut. Mehr Geld muss das Land natürlich auch ausgeben, unter anderem für Studienplätze. Wir haben doppelte Abiturjahrgänge zu bewältigen. Wir haben höhere Aufwendungen und Zuwendungen an die Kommunen im Gemeindefinanzierungsgesetz bereits jetzt verbucht. Und die rot-grünen Politikprojekte U3-Ausbau, Stärkungspakt, Stadtfinanzen und Kinderbildungsgesetz machen ein Übriges aus. 1,3 Milliarden Investitionen, auch durchaus in die Zukunft, das sehen wir von der Piratenfraktion durchaus. Allerdings müssen wir jede Zukunftsinvestition auch unter dem Blickwinkel sehen, dass damit eine Verschuldung gleichzeitig verbunden ist, sodass im Prinzip das Problem der Schulden auf spätere Generationen, gleichwohl, wenn in diese investiert wird, verlagert wird. Wir machen jetzt die Schulden und die sollen irgendwann die anderen, nämlich in die investiert wird, zurückzahlen. Das kann man tun. Wir halten das nicht für besonders sinnvoll, vor allen Dingen unter Berücksichtigung sozialstaatlicher Aspekte. Einsparungen, wurde gesagt, die Opposition mache keine Vorschläge zu Einsparungen. Sie selbst, Herr Finanzminister, haben im Haushaltsentwurf auch Einsparungen vorgesehen, auf alle Ressorts verteilt, sprechen wir von globalen Minderausgaben, von denen noch nicht sogar ganz klar ist, welche Ressorts, wie viel da, ich sag mal, zur Ader gelassen werden sollen. Gespart wird auch, aus meiner Sicht zumindest, nach einer Art Opportunitätsprinzip in der Weise, dass diese, nämlich die Einsparung, dem Zweck dienen, über die mittelfristige Finanzplanung des Haushalts mittelfristig von einer Schönfärberei zu reden. Unklar ist zudem, wie viel Geld strukturell, und das ist ja das eigentliche Kernproblem, also dauerhaft aus dem Etat gestrichen werden kann. Strukturelle Einsparungen sehen wir jedenfalls im aktuell vorliegenden geplanten Haushalt für 2014, wenn überhaupt nur marginal. Und genau das ist ja das Problem, weshalb Sie bzw. die Landesregierung schon im Wahlkampf letztes Jahr verkündet hat, wir setzen ein Effizienzteam ein, welches durch exorbitant gute Expertise dafür sorgen wird und uns die Beratung an die Hand geben wird, wie wir strukturell sparen können. Bisher sind davon nämlich im letzten Haushalt geschafft 150 Millionen. Bis 2017 soll 1 Milliarde zusammenkommen. Und ich frage mich ernsthaft, angesichts des Haushalts 2014 oder ausgehend von diesem Punkt reden wir von 3 weiteren Jahren, wo soll unter Berücksichtigung der bisherigen Einsparungen die strukturelle Einsparung von bis zu 1 Milliarde bis 2017 denn herkommen? Wir wissen es deshalb nicht, wir nicht. Vielleicht diejenigen, die am Effizienzziel beteiligt sind oder die auch von Seiten der Regierungskoalition mit drin sitzen im Effizienzteam. Leider Gottes gehören viele Dinge, wie Sie selbst ausgeführt hatten, zum Kernbereich des Regierungshandelns und haben übrigen Parteien nicht daran teilzunehmen. Das bedauern wir sehr, auch unter Berücksichtigung von Transparenzgedanken, denn immerhin fließen in dieses Effizienzteam auch, wenn auch nicht in irrwitzig hoher Summe, Steuergelder. Beteiligen Sie alle Parteien an den Fragestellungen, wie effizient an einer strukturellen Veränderung im Land Nordrhein-Westfalen dergestalt Änderungen vorgenommen werden können, die letztendlich dazu führen, dass auch, und das ist ja Ihr Diktum, die Schuldenbremse bis 2020 eingehalten werden kann. Wir sehen das momentan nicht und wir sehen aber auch die Verpflichtung, die nun mal im Grundgesetz drinsteht, die wir nicht wegdiskutieren können. Und da haben wir doch ein ernsthaftes Problem. Stellenstreichungen als Sparmaßnahme,
Das wurde hier schon mehrfach erwähnt. Es wurden auch verschiedene Zahlen genannt. Ein Stellenminus von 2.305 wurde erwähnt. In Wahrheit ist das aber gar keine Einsparung, denn, und das muss man ja wissen, die Landesregierung hat seit 2010, also auch dieselbe Landesregierung von seit 2010, 2.000 Stellen mehr geschaffen. Ja, und die werden jetzt halt wieder teilweise abgebaut und unterm Strich ergibt sich daraus ein Nullsummenspiel. Einsparung negativ. Demografiegewinn wird auch nicht gehoben. Frau Ministerpräsidentin hatte das vorhin angesprochen, dass Lehrer bleiben im System, obwohl sie aufgrund verringerter Schülerzahlen eben gar nicht mehr benötigt würden, um eben die Inklusion zu bewerkstelligen. Zu diesem Punkt komme ich noch an einem späteren Punkt. 570 zusätzliche Stellen entstehen unter anderem bei Finanzämtern. Das wird sicherlich gut sein, wenn sie denn im Bereich der Prüfung stattfinden. Der Justiz, der alte Atomaufsicht und Materialprüfungsamt der Landesverwaltung. Der Finanzminister nennt seinen Haushalt ausgewogen. Und es werde nicht nur gespart, sondern auch, und das ist richtig, in Bildung, Kommunen und Betreuung investiert. Investitionen, das haben wir gehört, gehen aber auch da oftmals in Bereiche von Beihilfe und Versorgung von Beamten. Damit ist der Haushalt verfassungskonform, so heißt es. Wir von der Opposition sagen zwar, naja, wenn das auf Kosten der Beamten geht, muss man überprüfen, ob es überhaupt verfassungskonform ist. Und zwar unabhängig von der Frage, wie denn gegebenenfalls eine Anpassung an den Tarif des öffentlichen Dienstes durchgeführt werden soll. Das ist eine Debatte, die wurde hier bereits geführt und die wird sicherlich auch in Zukunft noch mal zum Thema im Landtag werden, falls das Verfassungsgericht bzw. der Verfassungsgerichtshof in Münster zu der Auffassung gelangt, dass die Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Anpassung der Beamtenbesoldung verfassungswidrig war. Herr Finanzminister, Sie behaupten auch, auf einem guten Weg zu sein, im Jahr 2020 die Schuldenbremse einzuhalten. Und ich darf Sie da an dieser Stelle zitieren, mit Erlaubnis des Präsidiums. Mit unserem klaren Kurs werden wir das Ziel der Schuldenbremse bis 2020 erreichen und gleichzeitig weiterhin in Bildung, Betreuung, Infrastruktur und die Handlungsfähigkeit unserer Städte und Gemeinden investieren. Das Zitat, Herr Minister, behauptet zweierlei, nämlich einmal, dass die Landesregierung weiterhin in bestimmte Bereiche investiert und zum Zweiten, dass 2020 die Schuldenbremse eingehalten wird. Beides suggeriert aus unserer Sicht die Unwahrheit. Das sagt zum Beispiel auch Minister Groschek und nicht zuletzt der Landesrechnungshof. Zunächst einmal zu der Behauptung, dass das Land in bestimmte Bereiche investiert. Ich stelle vorab fest, Sie haben Ihre Worte sehr genau gewählt, Herr Finanzminister. Natürlich wird vom Land weiter investiert. Die Ausgaben für Bildung, Infrastruktur, Kommunales sind nicht null. Insofern wird tatsächlich weiter investiert. Ihre Behauptung erzeugt aber den Eindruck, als würde damit das Land nach vorne gebracht. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die Investitionen des Landes in Infrastruktur sind zu gering, um alleine bestehende Infrastruktur in ihrer bestehenden Qualität auch nur zu erhalten. Von den Mankos, denen wir auch schon heute gehört haben, mal ganz zu schweigen. Alleine Verkehrsminister Groschek, immerhin ein Mitglied Ihres Kabinetts, beruft sich keine 14 Tage nach Anfang September an der Pressemitteilung auf die von ihm eingesetzte ÖPNV-Zukunftskommission, die festgestellt hat, dass, insofern zitiere ich den Herrn Minister, allein für den Erhalt der Infrastruktur der nordrhein-westfälischen U-Bahn- und Straßenbahnsysteme ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 1,1 Milliarden Euro bis 2016 besteht. Entweder das wird von der Landesregierung einfach ignoriert, oder aber die mittelfristige Finanzplanung ist schon heute, allein aufgrund dieses Umstands und aufgrund dessen, was wir heute gehört hatten, dass in Infrastruktur investiert werde, falsch und in Schieflage. Auch im Bildungsbereich sieht es nicht gut aus. In den Bildungsbereich gehört vor allen Dingen die Inklusion von Schülern mit besonderem Förderbedarf in den Unterricht an den Regelschulen. Der zurzeit vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung sieht keinerlei Beteiligung des Landes an den dadurch verursachten Kosten vor. Sieht man einmal davon ab, dass Lehrerstellen weiterhin bestehen bleiben, das heißt bezahlt werden. Auch hier gilt, es wird vom Land nicht investiert. Insgesamt sieht die Piratenfraktion die Gefahr, dass durch zu geringe Investitionen in diesen Bereich das Vermögen des Landes sinkt. Auch davon sprach Frau Ministerpräsidentin eben, dass eben solche Investitionen eine Investition in die Renditefähigkeit unseres Landes, unserer Bevölkerung in der Zukunft gedacht ist.
Sie wird zunächst nicht erfolgen. Die entsprechenden Investitionen fallen aus. Damit gerät ein wesentliches Ziel, die Schuldzahl, Ziel der Schuldenbremse, in Gefahr, nämlich weniger Lasten auf künftige Generationen zu verschieben. Denn wir brauchen weiterhin eine höhere Verschuldung des Landes, um all diese Investitionen, die angekündigt sind, überhaupt umzusetzen. Und ganz ehrlich, wenn ich mal betrachte, was jetzt im Rahmen der Bundestagswahl bzw. des Wahlkampfes so verkündet worden ist von Rot-Grün oder bzw. der SPD und den Grünen, die Umsetzung dessen, was auf Bundesebene gefordert wird oder worden ist, runtergebrochen auf das Land Nordrhein-Westfalen, habe ich heute hier an keiner Stelle gehört. Warum ist denn das niemand mutig genug zu sagen, so und so muss es laufen? Auch in Anbetracht der bevorstehenden Koalitionsverhandlungen mit wem auch immer. Nichts dergleichen. Keine Verbreiterung der Einnahmensituation. Es ist überhaupt nicht die Rede gewesen davon heute. Und das wundert mich doch sehr. Zur Schuldenbremse, darauf möchte ich noch mal eingehen, denn das ist ja so ein bisschen einerseits das Damoklesschwert über den Investitionen in die Zukunft, wie auf der anderen Seite auf der Ausgeglichenheit des Haushalts und der Verschuldungssituation des Landes Nordrhein-Westfalen hat der Landesrechnungshof sich jüngst geäußert. In dem jüngsten Jahresbericht, nämlich auf Seite 193, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidiums, heißt es: Dem von der Landesregierung aufgezeigten Verlauf der Netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum ist eine zielorientierte Rückführung der Netto-Neuverschuldung bis auf Null im Jahre 2020 nicht zu entnehmen. Ich glaube, mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Das ist ein Zeugnis, welches der mittelfristigen Finanzplanung nicht nur der letzten Haushaltsberatung, sondern auch der aktuellen, die ja immer um ein Jahr fortgeschrieben wird, welches wirklich nicht darauf hindeutet, dass wir hier auf einen grünen Zweig in Nordrhein-Westfalen kommen. So, tja. Also wir können natürlich noch weitergehen. Wir werden das sicherlich in den Einzelberatungen zu den Plänen, in den Ausschüssen noch sehr viele und sehr intensive Diskussionen, Beratungen führen, wie man denn es tatsächlich schaffen kann, den Spagat zwischen Investitionen in Zukunft und dem Damoklesschwert oder beziehungsweise der Schuldenbremse einzuhalten. Und dabei habe ich noch nicht berücksichtigt, dass entgegen anderen Bundesländern das Land Nordrhein-Westfalen noch weit davon entfernt ist, überhaupt an Schuldentilgung zu denken. Da hat auch noch keiner von gesprochen. Auch das ist offenbar ein Problem, welches in zukünftige Generationen, aber jedenfalls deutlich nach der laufenden Legislaturperiode verlagert werden soll. In der Hoffnung, dass die Einnahmen steigen, ganz sicherlich nicht. Konjunkturell sieht es da eher schlecht aus, denn die Prognosen im Hinblick auf die Konjunktur werden nicht so bleiben, auch auf die Steuereinnahmen aus unserer Sicht, wie sie in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen sind. Vor allen Dingen, wenn man das Verhältnis der Schulden auf der einen Seite, der Zinsbelastung und der Steuereinnahmen auf der anderen Seite betrachtet. Und wenn im Bund, und da bin ich natürlich wieder beim Bund, nichts passiert, wird daraus auch nichts. Ganz einfach, es wird nichts daraus. Bereiche Bildung und Schulpolitik sind bereits angesprochen. Der Bereich Inklusion ist bereits angesprochen. Der Bereich Hochschule und Wissenschaft und Forschung wurde von meinem Fraktionsvorsitzenden Dr. Paul bereits angesprochen. Die Unterfinanzierung der Hochschulen mit nach dem Expertenvotum von 800 Millionen ist ja nun nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn wir also von Investitionen in die Zukunft reden wollen, müssen wir auch da dran. Da sehe ich auch nichts. Bus und Bahn wurde auch bereits angesprochen. Und ja, die Verkehrsinfrastruktur ist auch eine wesentliche Investition in die Zukunft. Denn unter Berücksichtigung knapper oder sich vermindernder Ressourcen müssen wir auch daran selbstverständlich denken. Betrachten wir also einfach einmal die Qualität und den Preis. Selbst der Kraftstoff E10 kostet mittlerweile 1,50 Euro den Liter. Und ein VRR-Einzelticket durchs ganze Ruhrgebiet kostet 12,50 Euro. Wenn man dieses Verhältnis betrachtet, dann muss man einfach sagen, wenn der Pendler weiterhin bei Verringerung der Ausbaustruktur im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs lieber gerne eine Portion Stau hinnimmt, insofern als nämlich die Investitionen in die Infrastruktur der Straße und der Brücken fehlt, dann steuern wir ganz sicher auf einen Verkehrsinfarkt in Nordrhein-Westfalen hin, wie wir ihn jetzt schon fast täglich, wenn wir durchs Ruhrgebiet fahren, erleben. Und dass der Personennahverkehr auch auf der Schiene nun mal ganz deutlich leidet, bleibt dabei
selbstverständlich nicht außen vor. Wir werden des Weiteren in den Haushaltsberatungen im Detail verdeutlichen, wo also hier sinnvolle Investitionen gemacht werden können aus den bestehenden Einnahmen, wie möglicherweise auch aus einer Umverteilung in bestimmten Bereichen des Haushaltes auch noch vernünftige Dinge zu machen sind. Wir denken da zum Beispiel auch an den Klimaschutz und die Konnexität, die damit verbunden ist. Auch da habe ich heute ehrlich gesagt wenig gehört. Die Landesregierung hat immerhin ein Klimaschutzgesetz mit gesetzlichen Klimaschutzzielen jüngst beschlossen. Auch dafür liegt keine Kostenfolgeabschätzung vor, und das muss man sich mal vorstellen. Es werden also Projekte geschaffen, die letztendlich überhaupt keine Finanzierung als Grundlage oder zumindest keine Finanzierungsidee als Grundlage haben. Das sind Pilotprojekte, die schön aussehen, die sich gut anhören, aber letztendlich nichts bringen. Transparenz, naja, Gott, wir brauchen nur nach Hamm-Üntrop zu gucken, auch da sind wir natürlich noch dran. Ja, da heißt es in der Koalitionsvereinbarung, wir wollen dafür Sorge tragen, dass diese Kosten den Betreibern angelastet werden. Auch davon sehen wir momentan nichts. Eine dritte Ergänzungsvereinbarung hängt in der Luft. Wir wissen nicht, welche Kosten auf das Land Nordrhein-Westfalen zukommen. Auch da sind sehr viele Unwägbarkeiten enthalten. Insgesamt, nein, stopp, bevor ich zum Fazit komme, muss ich natürlich noch den Bereich des sozialen Wohnungsbaus ansprechen. Da liegen wir deutlich unter dem, was überhaupt möglich ist und nötig ist vor allen Dingen. Das wird selbstverständlich das Land Nordrhein-Westfalen in Zukunft auch noch beschäftigen müssen. Als Fazit, wir brauchen jede Anstrengung, guten, gesunden, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das bildet auch der Haushaltsentwurf 2014 nicht ab. Ich fasse zusammen. Die Investitionen, die das Land macht, reichen nicht einmal zum Erhalt der bestehenden Infrastruktur aus. Dennoch ist eine zielorientierte Rückführung der Netto-Neuverschuldung im Jahre 2020 nicht zu erkennen. Und dabei werden Unwägbarkeiten nicht berücksichtigt. In der mittelfristigen Finanzplanung haben wir große Ausgabenpositionen nicht oder nicht mehr beziffert, allein weil der Zeitpunkt der Ausgabe nicht sicher ist, wodurch die Landesfinanzplanung weiterhin ein Wagnis bleibt. Und die Landesregierung ist weit davon entfernt. Herr Kollege Schulz, die Redezeit. Bin fertig. Wir haben null. Ja, eben, genau. 5 Sekunden. Die Landesregierung ist weit davon entfernt, den von Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, zu Beginn der Legislaturperiode ausgerufenen Dreiklang zu verwirklichen. Wir stehen bereit, diesen Missklang, der nach wie vor existiert, zu einem, ja, ich sage mal, Gleichklang oder Dreiklang zu machen. Dafür bieten wir uns als Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen an. Dankeschön. Herzlichen Dank.